Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, neue Runde LS22, nordfriesischer Marsch natürlich. YouTube-mäßig sind wir glaube ich schon am Donnerstagnachmittag unterwegs. Also im besten Falle gibt es heute Abend ein neues Update für den Tierstall, ne? Also für das fette Mod-Pack. Nur ein kleines Update, kein komplettes Update. Wahrscheinlich, kommt drauf an, wie ich da zeitlich jetzt hinkomme. Aber so ein paar Kleinigkeiten beim Tierstall müssen ja verbessert werden. Und jetzt hatten wir da rausgestellt, oder hat sich jetzt ja gezeigt im Livestream, irgendwas stimmt auch mit dem Mist nicht. Vielleicht habe ich es jetzt einfach nur komisch platziert, wobei ich hatte es ja vorher schon so platziert. Vielleicht sind aber irgendwelche Trigger verrückt, habe ich die verschoben. Und ich glaube nämlich, dass ich einen Trigger von dem Kuhstall weiter rübergezogen habe Richtung Richtung Fütterungsroboter, damit man da die Anzeige besser sieht, weil das war, ich hatte jetzt gerade überlegt zwischen den Folgen, was habe ich denn überhaupt noch gemacht in den letzten Tagen, ne? Gut, in den letzten Tagen war ich auf dem Festival, deswegen weiß ich sowieso nicht mehr, was ich gemacht habe, aber habe überlegt, ne, ich habe doch eigentlich noch den Trigger bei dem Fütterungsroboter Variante ein bisschen mehr Richtung Fütterungsroboter gezogen, damit man da mehr Anzeige kriegt, und vielleicht hat das bewirkt, dass, dass der Trigger jetzt einfach nicht mehr da ist, wo der Misthaufen sitzt. Das ist jetzt also meine, ne, das kann der Fehler sein, müsste ich testen logischerweise, muss ich dann einmal den generell den Trigger von dem Kuhstallwerk einfach größer skalieren und dann mal schauen. Weil wir haben es ja gesehen, es ging. Mist kommt nicht so viel, das ist tatsächlich im LS22-Bereich so, also Mist wird nicht so übermäßig viel produziert. Ein bisschen ja, und es wäre theoretisch jetzt auch ungefähr so viel Mist im Stall vorhanden wie Gülle, ne? Also ich hätte jetzt auch schon, ne, die 16.000 circa gerne an Mist da haben können. Dann wird es sich ja auch lohnen, und wir würden auch ein bisschen was schaffen. Aber ich spiele heute jetzt mit mal 1 zu Ende. So, mal so. Vini, vielen, vielen lieben Dank. Schönen Abend noch. Danke fürs Reinschalten. Nächster Livestream Donnerstagabend dann wieder. Wenn es passt, natürlich. Ja, genau. Was bringt denn dieser Mist? Das hatten wir letztens auch schon, dass es einen Mod gibt, der dann mehr Mist produzieren lässt. Ich kann es ja einstellen. Ich kann in den Animal-Dateien einstellen, wie viel Mist Kuh produzieren soll. Man kann auch im Kuhstall selber sagen, wie der Faktor irgendwie vom Stroh zu Mist ist und so weiter. Ich habe das nur nicht im Detail alles durchgespielt und durchgetestet, welchen Faktorwert da irgendwie tatsächlich jetzt einen Einfluss hat, ne, und welcher nicht. Ist dann auch schöner, als wenn man einen extra Mod dafür braucht, wenn das einfach, wenn die Tiere von sich aus ein bisschen mehr produzieren, ne. Ich dachte auch, ob ich was verstellt habe, weil ich hatte euch doch erzählt, ich wollte bei den Schafen ja eigentlich auch eine Mistmöglichkeit schaffen. Und da habe ich dann jetzt aber ja doch gehört, dass man, wenn die Tiere Mist geben sollen, müssen sie auch zwangsläufig wohl auch Gülle produzieren. Das wollte ich bei den Schafen ja eigentlich nicht. Aber ich dachte, wenn, dann kann man nur dabei bei den Deichschafen vielleicht einen Misthaufen noch daneben platzieren. Man kann da auch ab und an mal ein bisschen Mist abholen. Aber das geht technisch wohl leider nicht so einfach. Ja, aber jetzt konzentrieren wir uns hier erstmal jetzt wirklich Bäume fräsen, wo das war es auch schon wieder. Dann können wir, der Dünger hat jetzt 2 Stunden lang produziert, dann können wir den Düngerstreuer ein bisschen voll machen und in Richtung Luzernefeld schicken. Schäfchen kacken noch eh auf dem Deich. Ja, so stimmt. Das war auch nur als Zusatz gedacht. Man muss es ja nicht, aber als Zusatz. Aber man muss ja auch diesen Mischstall beim Kuhstall nicht platzieren. Trotzdem produzieren die haben einen Anführungsstrichen, was ja dann nicht genutzt wird. Man hätte diese Option eben gehabt, um auch da ein bisschen Mist zu holen. Der kleckert da nur so ein bisschen raus.
Ja, also mal schauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Trigger zusammen hat, dass der Trigger einfach nicht mehr den Mischer weit genug berührt und dass sie deswegen, ne? Wenn nicht, dann heißt es wieder noch mehr rumsuchen und irgendwie rausfinden, was da schon wieder komisch ist. Ich hoffe mal, das ist die Lösung. Dann ist es nämlich kein Problem, wenn daraus eine Minute, das Testen 5 Minuten und das Ding wäre erledigt. Aber, naja, wenn es schwerwiegender ist, wenn es damit nicht zusammenhängt, wenn der Misthaufen sich dann wieder nicht füllt, dann muss ich nochmal weiter überlegen, was ich denn da eingestellt habe, dass es auf einmal wieder nicht funktioniert. So, Feld 20 wollten wir, glaube ich. Und hier unten das kleine Luzernfeld, Feld 20, sagte Precision Farming jetzt ziemlich rot. 4-5, ja, könnte auch ein bisschen, ne? Müsste auch Richtung Orange eigentlich gehen. pH-Wert ist nicht ganz so schlimm, nicht ganz so schön, aber okay. Erster Wegpunkt, übergeben. Gute Nacht, danke fürs Einschalten. Im Bereich aller Produkte sehe ich den produzierten Mist, aber es ist nicht zum Misthaufen. Das kann sein. Weil ich glaube, ich habe, also normal ist der Kuhstall 0 Kapazität, aber ich meine, ich habe dem Kuhstall auch eine Grundkapazität vom Mist gegeben. So, das würde heißen, er würde sich halt auch ein bisschen voll füllen, aber... Warten auf den nächsten Abfahrer. Aber sonst oben Düngerherstellung halt, das wissen wir. Nehmen wir ja gleich wieder raus mit Mist und Gülle. Fischer Diesel ist noch ein Tag, also der nächste Tag. Am nächsten Tag werden wir aber auch noch mal ein paar Produkte verkaufen und dann haben wir auch ein bisschen Geld, um wieder einzukaufen. Das ist ganz gut. So, der Dreiachser ist jetzt um die Kurve gekommen bei der BGA, man merke, ne? Hat wohl funktioniert. Wenn der Zweiachser auch noch gleich wiederkommt. Wobei, den haben, der hat ja auch die letzte Runde schon geschafft, ne? Ohne dass wir eingreifen mussten. ...40.000 ist auch fast wieder voll. Kann er gleich wieder los. Tschüss, gute Fahrt. Und für den brauchen wir auch nur eine weitere Eiche hier wegnehmen. Ja, das wird daran, also ich denke, das hoffe mal, das liegt daran, dann ist es halt nicht schlimm, wie ich schon sagte, ne? Kriege ich gefixt bis Donnerstag. Plus dann die Verbesserung der Trigger. Das war nicht die Ursprungsidee, was ich jetzt die nächsten Tage modde, aber ist ja manchmal, wie es ist, ne? Ich sagte ja schon, ich will jetzt erstmal die Matchmap, die Zielbereiche mal angehen. Und da ist auch noch eine geschickte Frage an Achim, wo er gerade im Chat ist. Ich kann ja bei den Anzeigen bestimmen, ob ich eine ganze Transform-Gruppe auf einmal anzeigen lassen möchte, in der sich meinetwegen 4 Objekte befinden. Oder ob er sozusagen, ne, die Sub, wie auch immer, ne, die Unterkategorie halt nutzt. Und da Stück für Stück, also bei den Paletten zum Beispiel. Ne? Jetzt ist es ja so, dass in einer Gruppe 5 Paletten sind, die bauen sich aber nacheinander auf. Man kann ja, glaube ich, aber auch sagen, dass er die ganze Gruppe auf einmal einblenden soll. Ne? Moinsen, moinsen. Ja, kann, obwohl, nee, das war vorher auch schon. Das habe ich nicht. Nee, das
Das habe ich nicht beim letzten Mal gemacht. Also die Kapazität war auch schon in Version 1 wohl da. Und es ging ja auch. Aber gucke ich mir an. Das ist natürlich dann die zweite Variante. Und ich meine, ich hatte es auch bei mir schon dann auch auf eingestellt, aber man weiß es nicht. Ich werde mal schauen. Eins von, also ne, irgendwie wird die Lösung so sein. Wohnnotlink. Welcher? Das LKW voll? Ne, ist noch nicht voll. Jetzt aber, guck mal, 36 Liter sind übrig. Ich finde, die Ulm lassen sich, ich weiß ja nicht, wie euer Empfinden so ist, für diejenigen, die auch so Hackschnitzel machen, wie ich jetzt hier gerade. Habt ja auch ein bisschen Erfahrung. Ich finde, die Ulm lassen sich ein bisschen entspannter wegfräsen als die Eichen. Und bringen mehr Hackschnitzel. Da sind zwei Pro-Argumente, nicht mehr die Eichen zu setzen. Wobei ich das ganz gut fand, dass wir so ein bisschen Abwechslung halt haben. Auch ein bisschen Eiche, ein bisschen Ulme. Aber ich habe bei der Eiche ein bisschen mehr Probleme als mit der Ulme beim Wegfräsen. Ja, ob die nur 20 oder 30.000 pro Baum bringen, das ist eh viel. Aber hier sieht man es auch wieder. Kriegt nicht gleich den perfekten Punkt bei den Eichen. Und habe dann häufiger das Problem, dass es knapp zu hoch ist. Und ich die nicht so gut weggefräst kriege, den Stumpen, der noch da ist. Ne? Nächste Ladung. Kommt ja schon ein bisschen Sonne rein. Können wir erstmal wieder Pause machen, ist nichts mehr. So. Mal kurz gucken, wie viel jetzt eigentlich schon bei der Zellschaft angekommen ist. Ja, ist gar nicht mehr so viel. Nur noch 380.000, also 4 Ladungen. 2 sind schon auf dem Weg. Dann war es das. Schön bei den Schafen hier. Subnode. Ja, da steht auch jetzt Student drin oder so. Use Subnodes instead of Main Nodes. Ist ja kein anderer Befehl, sondern der steht schon drin und steht jetzt auf True oder False oder wie rum auch immer, ne? Bei mir geht es ja nachher darum, Version haben die, werden nicht verändert. Du kannst entweder Unterteile von Gruppen benutzen oder direkt Objekte. Wenn du direkt Objekte benutzt, dann müssten die auch die Kollision haben. Ich möchte ja eine, möchte aber eine Transform-Gruppe nehmen, wo halt 6 Objekte drin sind. Und die sollen alle angezeigt werden. Also ich sage mal, man hat ein Einzelobjekt, wobei das könnte man auch eine Transform-Gruppe nehmen. Aber ich werde es sonst rumprobieren, muss ich. Ne? Geht eigentlich um das Prinzip der Tore, ne? Von den Hallen auf der Matchmap später, wo ich jetzt mal so ein bisschen überlege, wie ich das gestalte. Sprich, wenn Team Nord das Weizen,
Weizenziel erreicht hat, weil man, was weiß ich, ne, 500.000 Liter Weizen abgegeben hat. Oder 300 oder 250.000 oder wie auch immer. Das dann muss ja an drei anderen Stellen sozusagen die Halle geschlossen werden, ne? Durch das Tor, was dann einfach da ist. Was in dem Moment eben eingeblendet wird, da vorhanden ist, sobald man da die 95% zum Beispiel erreicht hat. Das kann man ja einstellen, ne? Von wegen volle Anzeige bei Füllstand so und so von, ne? Ist schon. Oh, frisch gefüllter Dreiachser, kann gleich wieder auf Reisen gehen. Oder ganz kleiner Pass vielleicht noch, weiß ich nicht. Aber er hat, glaube ich, schon genug und fährt los, ne? Was krass, also die Bäume, das lohnt auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wir werden auch, es dürfte so viel Hackschnitzel sein, dass wir auf jeden Fall auch noch später ein bisschen was verkaufen können. Ja, nee, also tatsächlich nicht so richtig. Ich glaube, also realistisch, Startpunkt wird erst Oktober werden. Wir haben jetzt ja schon Mitte August. Im September haben wir mit ein bisschen Glück noch ein bisschen Urlaub. Also Shelly, ich und die Kids sozusagen. Müssen wir mal gucken, ne, dass wir versuchen, das halt gemeinsam nochmal in Urlaub hinzukriegen. Bevor nachher nächstes Jahr Schule ist und wir dann hier ferienmäßig komplett gebunden sind. Ja, und dann ist halt auch schon, ne, zack, ist Oktober. Also ich will mal mit Oktober rechnen. Mein Ziel ist, Matchmap im Oktober fertig zu haben. Es hört sich spät an, aber wenn man mal jetzt guckt, ne, es wäre Mitte August. Das sind noch 1,5 bis 2 Monate. Sind aber auch immer schnell einfach weg. Das ist zack weg. Der T-Rex besser zum Fräsen, okay. Ja genau, mach einfach voll Full Strauss. Passt schon. Ich muss mal gucken, weil meine Idee, ich weiß noch nicht, ob ich wieder eine Skala baue. Also im LS17 war ja an den Getreidehallen eine Skala, die angezeigt hat halt diese Füllstandsanzeige, ne? Ähnlich dem Lager. Eigentlich war es auch, man kann das auch mit dem Lagerprinzip vom Palettenzentrallager im 19er vergleichen oder auch im 17er dann, wo man ja auch diese Skala hat, ne? Von wegen wenig gefüllt und viel gefüllt. Weil wenn man nur Getreide abgibt, ich meine, klar, das ist nachher ein Silo-Prinzip. Jeder könnte natürlich dein Silo, dein Display daneben platzieren, um zu wissen, wie viel Füllstand drin ist. Aber das werden wir dann wahrscheinlich verbieten. Damit wir, oder wir nehmen dann halt nur das. Spare ich mir die andere Arbeit. Muss nur die Hallen anzeigen lassen. Naja, mal gucken. Obwohl, das andere ist auch nicht so schlimm, weil es einfach nachher nur noch pro Sorte das gleiche ist. Ne? Ich muss mal gucken. Ich überlege mir das noch. Weiß ich noch nicht. 5:30 klingelt der Wecker, dann mal gute Nacht, ja. Danke fürs Einschalten. Ja. Gut, liebe Leute, wir machen noch eine Pause auf Twitch. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis gleich und tschüss.